Jetzt? Ja, wenn du soweit bist, dann geht's Okay. los. Hallo, ich bin Nina Reitmeier und das ist Hingehört. Hallo Nina, warum ist Meeresglühen eine der besten Geschichten, die du je eingelesen hast? Also, ich finde, Meeresglühen ist wirklich ein sehr schlaues und schönes Buch auf so vielen Ebenen, weil Anna Fleck, die Autorin, irgendwie ganz viele große Themen ganz subtil einarbeitet. Also die Geschichte ist gegen Vorurteile, gegen Rassismus, ist eine feministische Geschichte, gegen Kolonialismus, aber eben das sind alles so Riesenthemen, denkst du so, wow, aber in erster Linie steht einfach die Spannung und die Liebesgeschichte und der Humor im Vordergrund und das ist einfach so nebenbei ganz schlau eingearbeitet und dadurch finde ich das wirklich ein sehr besonderes Werk, weil es einfach so einen großen Spaß macht und trotzdem so eine Tiefe hat und so ein Niveau. Hast du einen Lieblingscharakter? Wenn ja, wer ist es und warum? Ist auch schwer zu beantworten, weil ganz viele tolle Charaktere in diesem Buch vorkommen. Ich mag die Hauptfigur Ella wirklich sehr, sehr gerne, weil sie so eine coole, selbstbewusste junge Frau ist. Ihr Gegenüber, Aris, funktioniert auch super. Es kommen aber auch ganz viele tolle Nebenfiguren vor, die wirklich sehr schön beschrieben sind, sehr schön gezeichnet sind. Som, der beste Freund von Aris, und Tis, so eine kleine Kanalratte. Ich kann mich schwer nicht festlegen. Also nein, ich habe keine Lieblingsfigur, ganz viele. Was gefällt dir an der Arbeit im Hörbuchstudio? Und was denkst du, ist die größte Herausforderung bei einer Hörbuchproduktion? Also ich mag gerne diese konzentrierte Arbeit, so ganz bei mir zu sein und dann abzutauchen, wenn ich merke, das funktioniert jetzt gerade und ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist es im Flow und es ist das, ich tauche selber irgendwie gerade ab beim Einsprechen. Gleichzeitig ist das aber auch so das Schwierigste, finde ich, dass man eben so allein ist. Also ich komme eigentlich ja vom Theater und habe halt unmittelbar vor mir so ein Publikum und kriege die Reaktion mit und kriege die Energie mit. Und es ist halt dann auch wiederum eine sehr einsame Sache, da zu lesen. Und es ist wiederum super wichtig, dass da auf der anderen Seite noch ein Tontechniker ist oder eine Regie, die zuhört. Manchmal fehlt mir dann so dieses unmittelbare Feedback. Also man muss sich halt sehr auf sich allein verlassen und vertrauen und da mutig vorangehen. Es kann manchmal einsam sein, aber ja, gleichzeitig macht das auch irgendwie den Reiz aus. Was liest oder hörst du selbst am liebsten? Wie so viele muss ich echt zugeben, dass vor lauter Arbeit so wenig Raum bleibt für Privatlesen. Aber ich bin jetzt eher auch unter die Hörbuchfans einfach gegangen und höre, wann immer ich kann. Also ich auch Kinder und wenn man dann doch Hausarbeit und Wäsche oder irgendwie so Kram gehört ja einfach auch dazu und dann finde ich Hören einfach eine großartige Sache auch für den Weg in die Arbeit und da höre ich eher, also das habe ich dann zuletzt gehört, eher Belletristik, also ich habe mir Deutsches Haus gelesen von Eva Meckbach angehört, das fand ich super und Junge Frau am Fenster stehend. Abendlicht, blaues Kleid von Alena Schröder, gelesen von Julia Nachtmann, finde ich wunderbar, sowohl geschrieben als auch gelesen. Sowas mag ich gerne. Wie wichtig ist dir der Kontakt zu deinen Fans? Liest du Rezensionen zu deinen Hörbüchern? Ja, wenn viele sagen so, nein, das tue ich mir nicht an oder da, ich bin viel zu neugierig, klar lese ich das. Zwar nicht alles, aber ich finde es irgendwie so faszinierend dadurch, dass man im Theater habe ich eben dieses Publikum unmittelbar hingehört. Ganz viele Kollegen sprechen hier gerade. Soll ich weitersprechen? Okay, und jetzt nochmal, ohne Störung. Wie ich eben schon sagte, ja. Nein, ich bin zu neugierig, ja. Ich lese Rezensionen, weil ich ja auch einfach wissen möchte, wie das, was ich da getan habe, ob das halt irgendwie ankommt. So im Theater, also ich war lange Jahre fest am Theater, da hat man natürlich immer so unmittelbar
die Reaktion des Publikums und Applaus, aber auch Lachen oder Buhen oder was weiß ich so. Und irgendwie, wenn man das dann so alleine für sich eingelesen hat, dann will ich schon gerne auch danach wissen, ob es denn gefällt. Und dann freue ich mich natürlich tierisch, wenn irgendwie jemand schreibt, das war toll und ich konnte mich da fallen lassen, wegträumen. Und wenn was Negatives steht, dann ziehe ich mir das auch schon so ein Stück weit rein und versuche das aber auch immer so als konstruktive Kritik zu nehmen, also wenn es denn konstruktiv formuliert ist. Aber dann kann man das sicher auch vielleicht beherzigen und dann überlege ich halt, macht das Sinn? Kann ich da drüber nachdenken oder ist es halt einfach subjektiv? Dann halt nicht. So. Ja. Ah ja, und über Instagram ist es irgendwie auch so eine neue Welt, dass da so viele Buchbloggerinnen-Seiten sind. Die haben ja auch krass viele Follower teilweise und sind so in diesen Welten und in diesen Büchern und machen ganz kreative Lieder und Bilder und rezensieren und schreiben und teilen und so. Das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Und denke mir immer, ja, wie toll, also es ist doch eine schöne Art, irgendwie seine Freizeit zu verbringen. Also es gibt definitiv doofere Hobbys und freue mich, wenn die alle Spaß haben am Hören und was Nettes schreiben und wenn man da so ein bisschen in Kontakt treten kann. Danke, Nina. Das war's schon. Jetzt habe ich so lange über die Blogger geredet. Hello, Instagram! Tschüss. Danke auch.